Mir macht bei der Arbeit am meisten Freude, dass ich viel Kontakt zu Menschen habe. Wenn man einen Patienten immer wieder sieht und es einem gelungen ist, seine Netzhauterkrankung zu stabilisieren, dann ist das ein großes Erfolgserlebnis, was auch von den Patienten wiedergespiegelt wird. Und das ist für mich eigentlich die größte Freude bei der Arbeit. Mein Name ist Sebastian Jäger und ich bin Facharzt für Ophthalmologie mit dem Schwerpunkt Ophthalmochirurgie. Das heißt, ich diagnostiziere nicht nur Augen, sondern ich operiere sie auch. Wenn Sie Menschen fragen, die zum Beispiel operieren lernen, dann wird Ihnen jeder erzählen, dass man vor den ersten Operationstagen schlecht schläft. Es ist etwas, in was man hineinwächst. Ganz aufhören wird es nie und soll es aus meiner Sicht auch nicht. Patienten wollen geschützt sein, sie wollen gut behandelt werden. Sie wollen natürlich nicht, dass ein Fehler passiert und sie irgendeinen Schaden erleiden. Wir unterstützen unsere Kunden mit einem Medical Claims Team von 15 Leuten, das in der ganzen Schweiz verteilt ist. Und das wird unterstützt durch ein Team Medical Support, wo wir Zugriff haben auf diverse Gutachter und beratende Fachärzte. Wir haben über 7000 Ärzte und andere Medizinalpersonen bei uns versichert und gleichzeitig sind wir auch Marktführer bei der Spitalhaftpflichtversicherung. Einerseits ist es ein Bestandteil der Bewilligungsbestimmungen, dass man eine Berufshaftpflichtversicherung hat. Auf der anderen Seite ist es gerade für uns als Firma mit einem eigenen chirurgischen Teil, der automatisch ein höheres Risiko birgt, ein sehr wichtiger Faktor, dass man eine gute Versicherung hat, die sämtliche Fälle abdeckt. Wir sind seit der Gründung bei der Zürich. Das ist eine langjährige Partnerschaft, die sich entwickelt hat und die auch durch den engen Kontakt immer wieder gewachsen ist. Das Wichtigste bei der Berufshaftpflichtversicherung der Zürich ist, dass wir für den Kunden da sind, wenn es ein Problem gibt, wenn Forderungen da sind von den Patienten, die vielleicht auch nicht gerechtfertigt sind und wir ihm da optimal zur Seite stehen können.